Sag nochmal, was du... Mir ist was aufgefallen, wo hier jetzt so wenige Leute sind. Und die meisten haben keine Maske. Bravo! Die Polizei macht überhaupt gar nichts. Die Polizei hat schon einfach gesagt, wenn wer keine Maske trägt, wird weggeschleppt. Und jetzt stehen wir hier, fast keiner ohne Maske, ja? Und alle sind auseinander und einen auseinander und keiner meckert, keine Polizei kommt und schleppt wieder ein, weil er keine Maske drauf hat. Wie fühlst du dich denn hier mit Corona in deinem Heim? Wie ist das? Oder in deiner Betreuung? Hast du Angst davor, dass sie sich wegen Corona ins Heim bringen? Nee, ich wohne alleine und jetzt im Heim, davon war keine Rede. Sondern die einen sagen, Pflichten, also ich sollte mich impfen lassen, weil ich Verantwortung habe über die Mitarbeiter und das ist nicht recht, das ist mein Leben. Sehr gut! Wenn ich das nicht mache, dann kündige er. Du hast mir vorhin was gesagt, wovor hast du Angst im Herbst? Zweite Welle und ich habe Angst, wenn ich bei einem Krankenhaus komme, dann kriege ich kann nie Assistent mitnehmen und ich werde im Krankenhaus weiter geholfen mit meinen Assistenten und wenn die zweite Welle kommt, dann habe ich Angst, dass hier alles zugemacht wird und dass alles verboten ist. Das darf nicht passieren! Das darf nicht passieren! Angst. Das war die Angst. Und da wollte ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe einen guten Freund, der hilft mir dabei, dass ich keine Angst habe. Bravo! Liebe! Ja. Liebe! Diese Menschen lässt man im deutschen Staatsfunk nicht sprechen. Das ist das, was ich meinte mit der humanitären Katastrophe. Dass solche unbescholtenen Bürger so massiv leiden müssen. Und was uns hier auszeichnet, das ist nicht nur, dass wir Patrioten sind, sondern dass wir Mitgefühl haben. Ganz genau. Alle hier stehen, fast ohne Maske. Das ist vor allem. Vor allem von keinen Polizisten zu Sechse und so Flip-Lotobäcker. Wir stehen hier ganz friedlich und unterhalten uns. Und ich finde, wir sollten für alle miteinander kämpfen. Das heißt, in einen Kreis setzen mit Antifa und alle in einen Kreis und darüber unterhalten. Richtig und richtig! Das ist die Scham, die Sie wahrscheinlich noch haben, dass Sie Menschen wie dich nicht abtransportieren, auch wenn du keine Maske trägst. Das ist der letzte Funken Menschlichkeit, dass man Menschen, die schon so unter diesen Maßnahmen leiden mussten, nicht auch noch sowas zumutet. Und ich habe ja gesagt, wo die mich da abtransportiert haben und gewaltsam quasi festgenommen haben, mich auf den Boden gedrückt haben, mir das Knie in den Hintern reingerammt haben, habe ich da Schmerzen gefühlt? Nein. Denn was mit unbescholtenen, unschuldigen Menschen hier in diesem Land passiert, das ist weitaus schlimmer. Und die können mich auch 10.000 Mal noch festnehmen. Bravo!
niemand von euch hätte jemals zugelassen, dass eine kleine Riege an selbstsüchtigen Parasiten dieses Land so zurichtet. Diese wirtschaftliche und humanitäre Katastrophe verursacht. Und das ist von Grund auf falsch. Und dieses Regime sollte sich merken. Vaterlandsverräter! Irgendwann wird abgerechnet. Vielen Dank. Die Veranstaltung ist damit hiermit beendet. Und wir sehen uns nächsten Samstag.